Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Jo, im letzten Part haben wir ja die sechste Welt geöffnet und haben sie sogar schon betreten, schon das erste Puzzle gefunden, beziehungsweise Puzzleteil. Wenn ihr es nicht wisst oder wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr ja mal beim letzten Part vorbeischauen, würde mich sehr freuen. Was habe ich mir denn für diesen Part vorgenommen? Also ich möchte den Part nicht länger machen, ich würde ihn ganz normal halten. Oh Gott, was macht ein Badger da? Ich habe mir schon mal ein bisschen Gedanken gemacht über ein paar Puzzleteile. Und zwar wollen wir doch erstmal diese Noten hier holen. Oh Gott. Jo, es hat sogar geklappt. Nice. Lass uns doch erstmal diese wunderbaren Noten hier holen. Den Momo-Schädel da hinten. Das ist natürlich ganz wichtig. Ich bin wieder ein bisschen Zeitdruck. Leider bin ich das in der letzten Zeit öfter. Ich habe gerade gedacht, oh Gott, ich habe eine Note verpasst, aber sieht nicht so aus, ne? Perfekt. Dann verwandle dich doch bitte zurück, Banjo. Vielen Dank. So. Das wäre schon mal erledigt. Es ist alles ein bisschen zu zwickt. Ich weiß nämlich, kann mich kaum noch an Puzzleteil erinnern. Habe ich, glaube ich, auch in die Info zum Part, im letzten Part als Info geschrieben, dass ich diese Welt quasi blind mache. Also nicht wirklich, aber auf jeden Fall schon so ein bisschen. Und hier raus muss man durchfliegen. Alles klar. Durchfliegen. Und dann bekommt man auch nochmal ein Puzzleteil. Wir haben jetzt ja eigentlich sogar fast genug Federn dafür. Im letzten Part oder vorletzten, glaube ich, war das, habe ich ja Federmangel gehabt und das war nicht so geil. Aber mittlerweile habe ich die Steuerung auch so ein bisschen besser raus. Das heißt, dass ich die Steuerung auf jeden Fall besser handeln kann. Und komm, mach mal hier mal so einen kleinen Schritt vorwärts, damit das hier mal ein bisschen schneller geht. So. Dann, wo war das jetzt gleich? Hier. Nee, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Es war hier, genau. So, treffen wir das? Komm, wäre episch, wäre wirklich episch. Ha, ha, es war nice, wa? Komm, bitte, lass Banjo, okay, ja, perfekt. Ja, das ist da hinten. Und wo ist dann noch eins? Oder war es das, ist das schon das letzte? Hier, das. Ich weiß es nicht. Sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Okay, das war das letzte. Ah ja, das ist auf der Bärenzwinx drauf. Ich habe das gerade eben nochmal angeguckt. Beziehungsweise nicht gerade eben, sondern gestern. Und habe schon mir Gedanken gemacht, was das darstellen soll. Und habe mir gedacht, oh, es könnte doch eine Bärenzwinx sein. Würde doch passen. Und Banjo hat ein weiteres Puzzleteil gefunden. Das freut mich. Ich bin gerade richtig gut drauf. Vielleicht hoffentlich merkt man das. Weil, heute alles gut, alles gemeistert. Meine Nase ist verstopft. Ja, den haben wir ja schon im letzten Part geholfen, ne? Deswegen, da muss ich nicht nochmal rein. Außer mir sollten da ein paar Noten fehlen, die das Game nicht gesaved hat. Dann wäre ich sehr salty. Aber, ja, wir werden es ja dann am Ende sehen. Da unten ist auch nochmal eine Flugplatte. Ich will ja momentan noch nicht runterspringen. Aber na gut, was machen können wir dann zum Beispiel als nächstes machen? Wir könnten hier lang. Ich habe jetzt auch nichts weiteres im Plan. Könnten aber auch. Oh Gott, es gibt so viel zu tun. Man könnte hier noch die. Genau, da hinten ist die leere Honigwabe. Und hier könnte. Hallo? Hallo? Danke. Hier könnte man dann 10 Sekunden Zeit. Da unten. Nein. Ja, gut. Die Zeit läuft einfach weiter. Nice. Kann man hier in die Pyramide rein. Ach genau, das ist diese Scheiße. Ah ja, okay. Diesen kleinen, gefährlichen Mongo kann man übrigens nicht umbringen, glaube ich. Nee, oder? Nee. Deswegen sollte man sich vor dem auf jeden Fall in Acht nehmen. Ich muss erstmal die ganzen Noten hier ein und dann punche ich das mal. Jetzt haben wir nämlich 100 Sekunden Zeit, um ein Rätsel zu lösen. Das war schon mal falsch. Also Memory quasi. Die Note habe ich hier gesehen. Lacker. Och, Mann, dieser Typ nervt. Den können wir auch nicht besiegen. Das ist echt richtig kacke. Okay, das war wirklich lacker. Oh mein Gott, ich habe gerade mega Luck. Hoffentlich besiegt uns dieser Drecksack nicht. Nee. Hier vielleicht Kazooie? No, hier ist Banjo. Dann schaue ich mal, ob hier Banjo vielleicht ist.
Nee, ist Mumbo, oh Gott. Dieser Kackarsch macht mir richtig Angst. Hier war der Jinjo. Mal schauen. Nein. Oh mein Gott. Man kann ihn so wegstoßen. Hier war das Ei, stimmt. Was denn hier dann? Hier ist der Jinjo, okay. Ach, du blödes Drecksheil. Nein. Hey, wer, der bringt mich jetzt gleich um. Ich muss ja hier hin. Ansonsten, keine Ahnung. Das wäre dann mein letztes Ton gewesen. Hier war das Ei, hier ist das Ei, hier ist das Ei. Da ist das Ei. Wer, du bringst mich um, ja? Dann raste ich aus. Hier war Kazooie. Lacker oder nicht? Lacker. Wo ist Benjo? Hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, das wird mich umbringen. Oh mein Gott. Ja, ich habe ja noch in aller Ruhe Zeit. Ich habe noch in aller Ruhe Zeit. Mumbo ist hier nicht, dann muss er hier drin sein. Dann habe ich noch nicht angeschaut. Yeah, Mann. Oh Gott, jetzt muss ich wirklich ein bisschen aufpassen. Oh Gott, das könnte mein letzter. Oh mein Gott, jetzt ich habe noch genug Zeit, mit ein bisschen diesen Drecksack auszutricksen. So, bitte, 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 bitte wieder. Ja, nice. Ey, kann der mich noch umbringen? Würde mich jetzt mal interessieren. Oh mein Gott, das habe ich aber knapp gelöst. So, dann wären wir hier auch durch. Was machst du denn da? What the fuck war das? Egal. So, was machen wir denn als nächstes machen? Wir könnten erstmal brauchen wir ein paar Leben. Also Leben sind leider in dieser Welt nicht so häufig, also nicht so selbstverständlich. War hier denn noch irgendwas mit der Pyramide? War hier nicht noch irgendwas? Ja, hier waren noch Noten. Sollte man auch ein bisschen aufpassen, denn diese Noten sind schon ein bisschen gemeingefährlich. Weiß nicht, ob ich das schon machen will. Können wir noch gar nicht machen, oder? Die Lehre, die ich habe. Und wäre vielleicht auch schon ein bisschen gefährlich. Deswegen gehe ich mal hier. Hä? Lol, der ist einfach von der Nase weggefahren. Egal. Dann gehe ich mal hier lang. Also so ein bisschen weiß ich ja schon auch, wie die Welt funktioniert. Aber das war's auch. Warte mal. Nein, nein, nein. Ja, genau. Dann gehe ich mal drauf. Diese Teile sind richtig verwirrend. Diese komischen Teppiche. Wer bist du denn? Hallo, ich bin Gobi, das Kamel. Aber selbst mir ist es hier zu warm. Ich brauche Schatten. Könnt ihr mir helfen? Na klar können wir das. Wie ging das denn nochmal? So? Ja, genau. Genau so. Yay! Vielen Dank. Hier ist eure Belohnung. Ich gehe mich jetzt ein wenig ausruhen. Oder abkühlen oder so, wie man es auch immer nennt. Es hat gerade ein bisschen geleckt. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Spiel war oder ich. Ja, jetzt kommt der dumme Teppich wieder. Hier habe ich mich beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, total erschreckt. Weil ich dachte, hä, wo fährt denn jetzt lang? Und das können wir, glaube ich, noch gar nicht machen. Ich könnte mal einfach versuchen, just for fun. Genau, da ist die blöde. Und ich weiß, wie viel Zeit haben wir? Ach so, das ist gar nicht auf Zeit. Oh. Okay. Gut. Oder ist es einfach nur keine Zeitangabe? Weil dann kann ich mir die ja auch schon mal krallen. Allerdings muss man da schon sehr sehr aufpassen. Denn dieser Kaktus, der kann einen verletzen und ich habe momentan nur ein Leben. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht so geil. Also mit einem Leben bist du meist ziemlich am Arsch. Uiuiui. Deswegen wollen wir doch hier gleich mal schauen, ob hier... Ah ja, hier ist noch ein Mumbo-Schädel. Der ist gar nicht mal so schlecht versteckt. Und, gibt's hier denn... Hier ist auf jeden Fall der Move. Okay, Bottles kann uns ein bisschen heilen. Oh Gott, diese blöde Fliege hätte mich jetzt fast... getroffen. So, bitte Bottles, heil mich mal schnell. Gib uns vor allem den neuen Move. Das sind echt coole Turnschuhe. Kazooie kann sie an den dünnen Stelzen tragen. Und für eine bestimmte Zeit in einem Affenzahn herumflitzen. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Ach, danke Bottles. Göttlich. Ja, ihr habt alle Moves des gesamten Spiels erlernt. Okay, das war dann wohl unser letzter Move. Oder? Wir wissen es nicht. Was macht Benjo da bitte zur Hölle? What the hell? Benjo, was machst du da für komische Moves? Wir sind hier nicht bei einer Disco oder so. So, wo geht's jetzt lang? Ach, meine Güte. Ah ja, genau, da hinten ist nämlich auch noch was ganz Interessantes. Aber...
Wollen wir erstmal, bevor ich es vergesse, diese leere Honigwabe holen. Wie lange geht denn der Part schon? Ich muss ganz kurz schauen. 10 Minuten, das ist auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichen. Ich werde den maximal 20 Minuten machen, den Part, weil ich will jetzt auch wieder in so eine normale Länge reinkommen. Weil ich will die Parts nicht so unregelmäßig machen. Das ist schon ziemlich doof. Und mir gefällt es auch nicht. So, dann gib mal ein bisschen Gas hier, Benjo. Hui, ja. Nicht zu viel. Ich wollte noch diesen Mumbo-Schädel haben eigentlich. Der ist übrigens richtig blöd versteckt hier. Einfach so mitten in der Luft. Digga, Benjo, ist das jetzt ein Ernst gewesen? Hä? Was zum... Ach Gott. Komm schon, bitte, Benjo. Bitte, 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 bitte. Tu mir den Gefallen, tu mir den Gefallen. Ja, jetzt haben wir ihn. Gut. 18 an der Zahl. Hier in dieser Welt gibt es, glaube ich, keine Verwandlung. Ui, und dieses Stück... Gut! Ah, sogar keinmal getroffen. Also nicht von dem Kaktus. Oh Gott, ja gut. Man landet hier nicht in irgendeiner Grütze, sondern ist das alles gut. Ah, hier gibt es nochmal diese Turnschuhe. Kann ich euch ja mal gerade demonstrieren. Man läuft mit einem Affenzahn hier lang. Ui, ui, ui. Allerdings ist man nicht geschützt von dem... Oh Gott. Von dem Wasser. Das will gesagt sein. Und ich stelle mich gerade an wie der letzte dumme Boss, aber das will hoffentlich im nächsten Part gefixt sein. Denn im nächsten Part ist ein anderer Tag. Das kann ich euch ja schon mal erzählen. So, was ist denn nicht hier? Okay, ist gar nichts. Ach, hier muss man wahrscheinlich doch nochmal lang fliegen. Also in der Welt muss man auf jeden Fall häufig fliegen. Nicht so hysterisch. Aber ich denke mal, das kriegt man alles hin. So, jetzt haben wir schon mal die leere Honigwabe. Was können wir als Erde... Oh, oh Gott, jetzt habe ich mich gerade erschreckt. Nein! Du Kackhand. Die können wir übrigens auch besiegen, aber ne? Gleich dazu mehr. Was macht ihr denn hier? Der Baum hier sieht mächtig durstig aus. Ich habe zwar Wasser, brauche aber... Ist aber leider für mich. Ein bisschen aus wie ein gewisser YouTuber. Ich will jetzt einfach nichts sagen. What the hell? Hallo. Hallo. Ja, genau. Trunker ist nun wieder. Nice. Oh, tut das gut. Trunker geht es wieder prächtig. Danke. Was passiert denn jetzt? Ah! Das sieht ja nur zu geil aus, ha? Wieso hat er sich denn so lang gestretched? Ich weiß es nicht. Hier werden nochmal Leben, aber ihr seht ja, da sind irgendwelche komischen Bienen oder so drum. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Kann man jetzt überhaupt hier hoch? Kann man jetzt hier hoch? Dann rum? Dann muss ich jetzt hier hinfliegen oder wieso? Ich weiß es nicht. Sieht sehr danach aus, dass ich da leider hinfliege. Ah, doch nicht. Okay. Ich halte meinen Mund. Gut. Dann haben wir unser fünftes schon. Also die Welt geht aber auf jeden Fall sehr viel schleuniger. Sehr viel besser als das wird. Und ich werde jetzt ganz schön Schluss machen.